Was passiert eigentlich, wenn ein Passagier an Bord stirbt? Es kommt drauf an. Eine Minute Jura und für wirklich tot erklären darf den Passagier nur ein Arzt. Sollte sich also kein Arzt an Bord befinden, dann muss der Passagier so lange reanimiert werden, bis der nächste Flughafen angeflogen wurde. Wenn jedoch ein Arzt an Bord den Tod des Passagiers feststellt, dann kann man bis zum Zielflughafen weiterfliegen. Am Zielflughafen kümmert sich dann medizinisches Fachpersonal um den Passagier. Hä, aber...